Wir haben schon gehört, es waren 7 Projekte, 7 Teams an diesem Wochenende aktiv und haben gehackt, gecodet und die Welt verbessert. Welche 7 Projekte das waren, woran sie gearbeitet haben und was dabei herauskam, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten und in der nächsten Zeit erfahren. Das erste Projekt klingt sich gerade ein, das Team Parliament 360 oder 360, je nachdem. Ihr werdet selber genauer noch dazu was sagen. Bitte auf die Bühne Viktor, Christian und Yusuf und einen herzlichen Applaus. Hallo, wir sind von der Projektgruppe Parlament 360 und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie die Parlamentarier im EU-Parlament abstimmen, beziehungsweise ob sie überhaupt bei den Abstimmungen immer anwesend sind. Und unser Ziel war es, zu visualisieren, wie eben die Parlamentarier abstimmen, bei welchen Abstimmungen. Und das haben wir dann auch mit der Anwesenheit verglichen, um eben herauszufinden, ob diese Daten, die hier im Internet sind, auch tatsächlich korrekt sind. Und für die Zukunft haben wir uns noch vorgenommen, dass wir außerdem die Interessensvertretung noch visualisieren wollen. Das heißt, dass wir uns anschauen, welche Parteien oder welche Fraktionen jetzt eher für jüngere Menschen einstehen und welche dann eher für ältere Menschen zum Beispiel. Ja, Test? Ja. Viele Leute fragen sich bestimmt, wo diese Daten eigentlich her sind. Wir in Europa haben das Privileg, die Europäische Union stellt offene Daten zur Verfügung. Jeder von uns hat die Möglichkeit, auf diese Daten auf der Datenbank der Europäischen Union zuzugreifen. Wir haben diese Daten genommen, diese analysiert und mit JavaScript auch dargestellt in Form einer Website. Visualisiert haben wir das Ganze auf einer simplen Webplattform und auf dieser sind durchstrukturierte Diagramme zu finden, auf denen die Informationen klar aufgezeigt werden. Im Augenblick schaut es so aus, dass wir ein Interface haben mit der jeweiligen Abstimmung, die man auswählen kann. Da sind die verschiedensten Abstimmungen des 23. Oktober 2019. Da kann man verschiedene Abstimmungen aussuchen. Und darunter sieht man die insgesamt Anzahl der EU-Abgeordneten, die Anzahl der Stimmen, also wie viele EU-Abgeordnete zu diesem Zeitpunkt im Parlament saßen und wie hoch die Anwesenheit in Prozent ist. Des Weiteren haben wir hier unten aufgeteilt, wie viel Prozent oder wie viele der Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen welche Stimme wofür gestimmt haben. Grundsätzlich wollen wir das noch weiter erweitern und visualisieren, welche Partei in welche Richtung geht, wessen Interessen vertritt. Aber jetzt möchte ich euch noch sagen, wir haben in Europa das Privileg, Daten offen zu haben. Wir haben die Demokratie und wir haben Transparenz. Ich rufe euch alle dazu auf, diese Möglichkeiten zu nutzen und die Daten, die wir haben, vielseitig zu verwenden. Dankeschön. Vielen Dank, David, Viktor, Yusuf. Dankeschön.